Ich habe immer 2 oder 4 Sendungen am Tag aufgezeichnet und die ersten 2 Sendungen habe ich alkoholfrei getrunken und dann habe ich voll zugelangt. Wunderbar. Heute ist es nur eine Sendung und wir haben gedacht, kein Bier, sondern das ist Gorgios im Übrigen, das ist der Wirt vom Fresco hier in München. Ach, und ein Weinhändler. Nicht der von Biolek, der immer da vorbeikommt, nein. Nein, das ist einer, den haben wir extra für dich geholt. Du bist auch nicht Pfarrer Fliege, nicht? Ich bin nicht Pfarrer Fliege, keine Angst, nein. Was und ist das denn das für ein Jahrgang? Ein Rioja ist das. Nein, ich spreche von dem jungen Mann. Ja. Karl, wer der recht für heute Abend während des... Für den Bayerischen Rundfunk ist das doch das Größte, eine Flasche, die über 3 Euro wir wollen im EK Euro kostet. Ja? Prost, lieber Karl. Dann wollen wir uns doch die nötige Primitivität für den Abend ansaufen. Ja? Prost. So, nur mal raus mit deinen aggressiven Fragen. Ja, ja. Gerne. Wir kennen uns schon ziemlich lange, so seit 20, 25 Jahren bestimmt, aber... Du hast mich mal engagiert für graue Stare in der Manege. Ja? Ja. Und da warst du auch ein solcher? Nee, da war ich noch gar nicht grau. Heute wäre es an der Zeit. Ja, ein Star war ich schon immer, ja. Ja. Karl, du hast, also wie gesagt, wir kennen uns lange, aber irgendwie ist mir aufgegangen, eigentlich kenne ich dich oder von dir verhältnismäßig wenig. Und ich hoffe, dass ich nach dieser Sendung ein bisschen mehr von dir kenne. Ist das so deine Masche oder gehört das zu deiner Auffassung von deinem Starrsein, dass du mehr die Sau rauslässt als dich selbst? Also ich habe mir überlegt, womit kann man sich in diesem Land noch einen Namen machen, nicht? Das geht doch nur, indem man polarisiert. Mhm. Und nicht dieses Harmoniebedürfnis, alle seid nett aufeinander und so, sondern dass man auch ein bisschen was, mal so ein bisschen was, und das war eben damals meine Talkshow bei den Freien, wo ich die Leute so ein bisschen angekäst habe, aber ich habe sie alle leben lassen, ja? Bis auf die, die auf natürlichen Wege sich verabschiedet haben, ja. Das ist ehrlich. Sag mal, wann hast du endlich festgestellt, dass man über dich lacht? Warst du in der Schule schon der Klassenclown? Ich glaube, es war schon die Hebamme. Ja, ich hab eine sehr glückliche Kindheit, bis auf diese Negativphase, wo ich eben in der Schule kam, die Probleme eigentlich mit der Pubertät. Nicht, weil ich ja erst mit 39 geschlechtsreif wurde. Mhm. Aber in der vierten, fünften Klasse hatte ich also echte Probleme. Ich habe nicht so funktioniert, wie das System, Nachkriegssystem, damals Anfang der 50er, das so verlangt hat von einem jungen Menschen. Was hat das verlangt? Was hätte dieser junge Mensch, wie hätte der funktionieren müssen? Dass man versetzt wird. Versetzt in die nächste Klasse? Ja. Oder ich hatte auch schon eine Ehrenrunde in der Volksschule gedreht, damit ich dann überhaupt in die Mittelschule. Ich glaube, der Ehrgeiz meiner Eltern, selbst Lehrer, dass ihr Kind es mal besser haben soll als sie selbst, ja? Mhm. Dass er was studieren soll, dass er einen ordentlichen Beruf lernen soll, vielleicht auch Beamter. Das Größte für meinen Vater wäre gewesen, wenn ich bei der Post oder bei der Bahn gelandet wäre. Und das war für mich eigentlich das Letzte, hinterm Schalter zu stehen und so. Ja. Du sagst, du hattest eine glückliche Kindheit bis auf die Zeit der Pubertät. Der Pubertät kann man nicht sagen. Die dann spät kam, ja. Die dann spät kam. Aber wie ist denn das für Eltern, die nun Lehrer sind? Jetzt sagen wir mal also gar nicht, dass sie unbedingt dich als Beamten haben wollen, aber ist es für Eltern nicht ein bisschen, die Lehrer sind ein bisschen schwierig, wenn der Sohn diese Ehrenrunden macht? Das Schlimmste für einen Lehrer ist, wenn der Sohn sitzen bleibt und die anderen Lehrer das natürlich mitbekommen. Das ist die größte Schande eines Lehrerkindes. Das habe ich damals ja noch gar nicht begriffen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht gar nicht sitzen geblieben. Ja. Aber da war es schon zu spät. Ja. Wie war denn deine Erinnerung? Du bist 41 geboren, also im Krieg noch. Und nach dem Krieg, hast du Erinnerungen noch an den Krieg selbst oder an die Zeit direkt nach dem Krieg? Ich habe sehr frühere Erinnerungen, komischerweise. Es gibt eine Zeit, wo ich mich nicht mehr... Aber es gab noch Kriegsjahre, als die deutschen Soldaten die Waffen, wir sind evakuiert worden von Emden nach Hessen, da an der Bergstraße, und ich habe gesehen, wie oben die rauchenden Flugzeuge, die angeschossen waren, wie die Fallschirmjäger, also die Fallschirmspringer noch runterkamen und wie die deutschen Soldaten kapitulierten. Da war ich keine 4 Jahre alt. Das habe ich noch miterlebt. Das hast du noch als Bild? Das habe ich als Bild, ja. Erinnerung. Ich habe auch ein Bild, wo ich also irgendeinem Nachbarn ein Brot geklaut habe, weil ich meinte, unsere Familie, ich habe noch 3 Geschwister, dass ich die ernähren müsste. Und das war eigentlich auch eine Schande, aber das habe ich gemacht, um meine Familie zu ernähren, nicht? Ja. Ja, so nach dem Krieg, das Klauen, das hieß ja da, wenn du in Hessen warst, im Rheinland, hieß das Fringsen, weißt du, kennst du das? Nein, den Ausland Fringsen? Nicht, ja. Von dem Kardinal Frings, der den Leuten
mehr oder minder erlaubt hat, die Kohle, die runterfiel von den Zügen, aufzusammeln. Das und, geht ja noch. Aber, dass so ich, aber manche sind dann auf die Züge und haben die Kohle dazu bewegt, runterzufallen. Ja, ja. Und das nannte man Frinksen. Heute ist ja Schwarzkohle ganz was anderes, nicht? Heute ist was völlig anderes. Nein, aber damals in dieser Zeit nach dem Krieg, als du also nicht so ein besonders guter Schüler warst. Ich war gut, man hatte nur nicht meine Interessen wecken können. Ah ja. Ja. Ich wurde dann, als ich nicht versetzt wurde, dafür bestraft, dass ich den Fotokurs nicht weiter war, eigentlich freiwillig, oder das war eine Ehre, dabei zu sein. Und als Strafe durfte ich nicht in die Dunkelkammer und Bilder entwickeln, weil ich in den anderen Fächern so schlecht war. Das hat sich dann so multipliziert, das Ganze. Ich habe nur eins, ich habe keinen Groll mehr, aber wenn ich heute noch in so eine Schule reinlaufe und rieche den Geruch von Bonawachs, wird mir noch speiübel. Er ist nämlich genau derselbe wie damals. Und als meine Tochter dann viele Jahre später eingeschult wurde in Berlin, hatte ich wieder diesen Geruch von Bonawachs. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, rausgegangen, hat deine Frau das gemacht. Zu meiner Frau gesagt, ich gehe da nie rein, ich betrete so ein Haus nie wieder. Sag mal, du hast gesagt, und wir haben das eben auf dem Bildschirm gesehen, mit deinem Auge, das ist von Geburt an so gewesen. Sowas kann man ja auch operieren lassen. Bist du nie auf die Idee? Ich habe das nicht operieren lassen. Das ist von Geburt aus. Ja, ich weiß. Nein, aber man hätte es ja. Man hätte es ja so operieren lassen können, dass es einigermaßen ähnlich ist. Es wäre damals, als ich 21 war, demnach 1962, hätte ich das für 500 Mark oder für 250 Mark machen können. Es ist eine Lidmuskellähmung. Meine Mutter hat mir mal gesagt, dass vielleicht, als ich noch im Mutterleib war, man empfindet ja auch schon irgendwie so eine Granate durch Emden. Emden wurde zu 98% ausgebombt, das stimmt, ja. Dass ich vielleicht da schon so einen Schreck bekommen habe. Und dann haben die, das Schlimme ja noch, dann die Ärzte und Hebammen gesagt, er riskiert nur ein Auge. Die ersten 3 Jahre war das Ding völlig zu. Mhm. Weil die dachten, es sei verklebt, du musst noch mal waschen, Frau Dall oder so. Ja. Und bis sie dann nach und nach merkten, dass ich das, und jetzt merke ich es abends, wenn ich müde werde so, oder wenn ich gelangweilt bin. Dann hängt es ziemlich und ist das im Moment ist es sehr im Moment offen, geht's ja. Noch, ja. Ja, es geht. Das ist sehr angenehm. Ja. Das ist wie so ein Uhrzeiger, der runtergeht, ja. Mhm. Wie so eine Batterie aus dem Handy, die ausläuft. So. Ja, wenn du aber damals gewusst hättest, was das gekostet hätte. Ich höre gar nicht mehr zu. Achso, mach die Augen zu, aber hör zu. Was das gekostet hat, sowas wegoperieren, dann hast du doch mal mit dem Gedanken gespielt, oder? Weiß ich nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass mal so Fotos gemacht wurden für die Konfirmation und da hatte eine Fotografin auf ganz dilettantische Weise das echte Auge hochretuschiert. Das sah man richtig, die Fotos. Die habe ich euch natürlich nicht gegeben. Nein. Die waren so ekelhaft bis erregend, ekelhaft, ekelerregend bis haft. Und deswegen, das fand ich selbst. Und irgendwie mit 21 war ich dann so weit, dass ich das nicht mehr brauchte. Ich konnte sehr gut die Leute unterscheiden, die immer sagen, Klappauge, Jalousienauge und so. Damit bist du aber schon gehänselt worden. Als nicht Kind. Nur gehänselt, auch gegretelt. Ja. Was ist der Unterschied? Dasselbe eigentlich. Aber das hat mich stark gemacht. Wenn dann eine Frau auf mich abgefahren ist, dann auf meine Innereien. Ja. Gehen wir noch mal kurz zu deiner Ausbildung zurück. Also nach der langen Zeit, der intensiven Zeit auf der Schule, hat dein Vater dann doch darauf bestanden, dass der Junge was Ordentliches wird und du bist Schriftsetzer. Es war schwer, es war ganz schwer, überhaupt was zu kriegen, ja, weil ich halt dann die Mittelschule geschmissen habe. Ich war eigentlich unter dem Stand eines Hauptschülers. Und ich habe dann eine Lehrstelle noch bekommen als Schriftsetzer in einem Verlag in Leer in Ostfriesland. Und dort das Einzige, was ich durchgehalten habe, 3 Jahre lang. Ich wollte meine Eltern nicht mehr enttäuschen. Und da habe ich dann Bleisatz, Blei, dreckige Luft. Da habe ich das auch gelernt, Prost. Und so weiter. Da wurde fürchterlich gesoffen, wurde eigentlich mehr gesoffen als gesetzt. Ja. Dieses Schriftsetzer-Dasein hatte einen positiven, sehr bis für dein Leben, glaube ich, sehr wichtigen Nebeneffekt. Du bist dadurch indirekt endlich nach Berlin gekommen. Berlin, da Anfang der 60er Jahre, kriegt man ja so ein Freiticket. Die brauchten Leute. Ja. Willy Brandt hat da, glaube ich, so einen Aufruf gemacht. Willy Brandt hat den Aufruf gemacht, jeder, der kommt, kriegt ein One-Way-Ticket. Also von Hannover, von da, wo er kommt, Hannover, im Propeller rüber nach Berlin. Eine Stelle, das war ja 1,5 Jahre nach der Mauer. Da war eine riesen Berlin-Flucht und wir, so spannend ist heute Berlin wieder, wo die Mauer natürlich weg ist.
Und wir sind natürlich hingegangen, das war auch einer, der dann später bei den Instabox war, der Peter Elebracht. Mhm. Und wir sind dann hingeflogen und haben dort diese Stelle erstmal angenommen, da hattest du was und ein möbliertes Zimmer bekommen. Und dann habe ich mich erstmal frei gemacht von dem Provinzmief in Ostfriesland. Das war wie eine Befreiung für mich, nicht? Das ist meine Zuhause immer so, was sagen die Nachbarn und so weiter in einer Kleinstadt wie Leer, so schön wie die Stadt ist, aber ich konnte da nicht mehr leben, es wurde mir zu eng. Aber Berlin war für mich absolut wuff, spannend, ja. Ich habe mich krank schreiben lassen und bin dann als Komparse zum Film gegangen. Doppelt kassiert. Kann ich heute sagen, weil nach fast 40 Jahren ich nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden kann. Nee, dafür nicht mehr. Ich habe auch mal durch Grund meines Berufs Eintrittskarten gefälscht, weil ich in ein Konzert wollte. Mhm. Ja, wir wollen jetzt aber nicht alle Fehler aufzählen. Vielleicht kommen wir dann so in die nahe Vergangenheit. Ich finde das gut, die negativen Seiten, du hast ja keine, wenn man so einem normalen Menschen so erzählt, was man alles so angestellt hat, mit dem halben Bein im Knast gewesen ist eigentlich. Wenn ich so clever gewesen wäre, So clever gewesen, aber was dich dann auszeichnet war, oder was das Besondere an dieser ersten Zeit in Berlin war, plötzlich gab es die Instabox. Da warst du mit dabei, du hast eben schon einen Kollegen genannt. Aber wie sind die entstanden? Wie bist du plötzlich zur Musik und zu den Instabox gekommen? Ja, darf ich da mal ganz kurz erzählen. Ich hatte auch sehr finstere Jahre. Damals war ich jung, allein. Ich hatte auch keine Frau, keine Freundin. In Berlin oder vorher? In Berlin. Meine Frau habe ich ja erst später kennengelernt, mit der bin ich ja seit fast 31 Jahren alliiert. Und ich habe in einer Kneipe, wo ich eigentlich ganz gerne jeden Abend gesessen habe und die Biere gestemmt habe, konnte ich dann irgendwann meine eigenen Saufschulden nicht mehr bezahlen und habe dann in dieser selben Kneipe angefangen zu kellnern. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass die Heiligabend dicht machen wollten. Da habe ich eine Weihnachtsfeier gemacht. Ich habe so Weihnachtsgedichte so aufgesagt, so, man fand einen Stall nur dazu mal, heute sind Obdachlose asozial, ja. O Weihnachtsgans, du verlierst den Federschwanz, die Leute mit kleinen Renten, die leisten sich nur Enten. Und da hatte ich so die ganzen einsamen Kreuzberger, die Penner, die also keine Heimat hatten. Die habe ich Heiligabend in dieser Kneipe in der Mahlkiste, die es nicht mehr gibt, versammelt. Und da kam auch Ingo Inselburg rein, der auch so ein einsamer Knopf war. Mhm. Der hieß noch Gitar-Ingo. Und der hatte mich gesehen, aber dann hat man sich wieder aus den Augen verloren. Und ein halbes Jahr später, da bin ich dann mal in das Reichskabarett gegangen mit dem Peter Elebracht. Da habe ich mich reingeschlichen als Journalist. Ich hatte ja auch kein Geld. Ich hatte diese Existenzialistenzeit. Heute nennt man das Gammeln oder Penner. Und da habe ich mich dann als Journalist beworben. Und da waren an dem Abend, interessant, sollten auftreten. Ja, Reinhard May, Schubert und Black, Hannes Wader, Katja Epstein noch unter ihrem Mädchenname, Ulrich Roski und Ingo Insterburg mit Jürgen Barz. Und es kamen keine sechs zahlenden Zuschauer. Acht waren wir, weil ich ja zwei Freikarten hatte. Ja. Und die anderen sind alle abgehauen und Ingo, dem es ums Verrecken ging, der ist geblieben, hat aber eigentlich kein volles Programm gehabt. Und für das alte Reichskabarett war das Klo über die Bühne. Und in der Pause musste ich noch mal püschern, da bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, so, Ingo, ich kann auch so ein paar Operetten singen und so ein paar Lieder so von, Drafi Deutscher, weine nicht, wenn der Regen bricht oder wie heißt das, oder die Katze bricht. Und so, wenigstens hat er dann mich nach der Pause, hat er mich also auf die Bühne gelassen mit Piano, Peter Elebracht, und dann haben wir gesungen und den zweiten Teil mitgestaltet. In der Zwischenzeit, das war eine Spätvorstellung, kamen so die ganzen Schauspieler, da war auch Wolfgang Neuss, die hatten alle im Theater gespielt, das Ensemble des Reichskabaretts. Die kamen dann so nach und nach, die Bude wurde eigentlich voller, aber keine zahlenden Gäste mehr. Und hat Ingo gesagt, nächsten Freitag übernehmen wir für den Laden. Tja, und so entstanden Innsbruck und Co. Ja, und Reinhard May, Hannes Wader, Katja Epstein, keine Sau hat mehr was von denen gehört. Wir sind geblieben, ja.